Ball Nummer 3. Ball im Gewühl. Zoller. Und der Ball ist drin. 1-0 Köln. Anthony Modest. Das Ding lag schwer in der Luft. Riesendruckphase seiner Mannschaft. In der 14. Minute fällt das 1-0. Aus dem Gewühl. Eckball Nummer 3 ist drin. Bremen kriegt sie nicht verteidigt. Da ist Zoller. Und dann Modest. Die richtige Ahnung. Querschläger, er stochert den rein. Konzentriert Jonas Hector. Ist nicht schiefgegangen in dem Fall. Zoller. Klünter. Hat Zeit für diese Flanke. 2-0. Leonardo Bittencourt. 28. Minute. Also eigentlich hatten die Bremer den Ball schon zurück. Der Fehler von Jonas Hector. Nur kann Werder kein Kapital draufschlagen. Sträflich, denn im Gegenzug. So, das ist der entscheidende Ballverlust von Gebre Selassie. Klünter, klasse gemacht, lupst ihm die Murmel ab. Und dann geht's ratzfatz. Gebre Selassie ist vorne, dementsprechend kann der Klünter nicht an dieser Flanke hindern. Die Flanke ist natürlich top. Und dann Spitzentiming von Bittencourt. Das Kopfballspiel normalerweise nicht seines, aber hier steht er großartig in der Luft. Bartels hat den Tempovorteil an Subotic vorbei. Bartels, überragendes Tor. Ein überragendes Tor. 34. Spielminute. Bremen ist im Spiel. Das war eine One-Man-Show. Finn Bartels und sein irres Tempo. Modest gegen Delaney zum x-ten Mal in diesem Spiel. Grenzwertig der Einsatz von Delaney mit dem Ellenbogen. Dann geht es zügig über Junuzovic. Subotic sieht nur noch die Rücklichter. Und dann legt er ihn vorbei an Horn. In höchstem Tempo hat er noch die Klasse und die Ruhe und die Technik. Grilic. Unglaubliches Pensum gegangen in den letzten Wochen. Ist immer dabei. Spielt auf konstant hohem Niveau. Junuzovic und Ausgleich! Gebre Selassie 2-2. Nicht mal 5 Minuten waren notwendig für Werder Bremen, um hier den Ausgleich zu erzielen. Zweimal fliegt Horn um die Ohren. War da was mit 0-2? War da was mit einem starken FC hier zu Hause? Die Bremer schütteln das raus. Mit einem harmlosen Einwurf begann Bauer, clever gespielt und dann eine Topflanke von Junuzovic, der ein klasse Spiel macht. Scharf getreten, Gebre Selassie hat die Ahnung gehabt. Neulich gegen Schalke schon mit einem klasse Tor und auch den setzt er per Kopf. Ich meine schon, dass Gebre Selassie zuletzt dran war. Und jetzt Köln, nächste Chance, Zoller per Heber und 3-2, ein unfassbares Spiel. 44. Minute, Köln führt wieder. Das ist eine Situation wie gemalt für Simon Zoller, das ist genau seine Stärke im Tempo und im Abschluss. Jetzt zeigt er sie auch mal. Gerade eben noch das Riesending für Gebre Selassie auf der rechten Seite. Und zapp herab, Tor Köln. Das kam so. Modest gewinnt den x-ten Kopfball, dann kein Abseits. Perfekt weitergeleitet von Bittencourt und perfekt abgeschlossen. Wiedwald ohne Chance. Zwei Stationen, einmal übers gesamte Feld, wenn man so will, noch drei. Und Simon Zoller mit Saisontor Nummer 2 unmittelbar vor der Pause. Wobei ich ein 3-3 aktuell nicht ausschließen würde. Unmittelbar vor der Pause geht Köln wieder in Führung. Jonas Hector. Jojic. So, dann wieder Heinz.
Klünter, der gegen Hoffenheim schon mit beteiligt war an einem Tor. Die Flanke vorhin war seine erste echte Torvorlage beim 2:0 auf Bittencourt. Modest, erster Abschluss im zweiten Durchgang und die machen direkt so weiter. 47. Minute, 4:2. Doppelpack Modest. 25 Tore hat er jetzt. 25. Und nicht, dass Hennes der Achte wieder dran glauben muss. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Entstehung. Sörensen schaufelt diese Flanke rein. Der Ball landet dann bei Modest. Ah, das sieht Wiedwald nicht ganz optimal aus. Den ersten Pfosten muss er besser abdichten. Der Schuss ist scharf, ja, keine Frage. Trotzdem, der sollte idealerweise so nicht durchflutschen. Bauer. Rose. Bartels. Vorbei an Sörensen. Bartels! Und Tor! Und Gnabry ist da! 62. Minute. Bartels als Vorlagengeber war als Torschuss geplant. Und Gnabry trifft. Das Tor zum Comeback, sein erstes nach überstandener Verletzung. Das Ganze, die Folge dieser Aktion, hier nochmal zu sehen. Kein Foul, Junuzovic hat klar den Ball gespielt. Und dann die Bremer, wenn man so will, mit einer Art Konter. Bartels, kein Abseits. Und reingebracht. Ein richtig scharfes Zuspiel.